Hallo und herzlich willkommen an Bord der modrigen Eichel und zu einem weiteren Teil von Let's Play FTL Faster Than Light. Wir sind heute auf Highscore-Jagd. Ob wir die wirklich schaffen, kann ich momentan noch nicht so genau sagen. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Wir sind gerade dabei, das Rebellenflaggschiff zu bekämpfen und wir nehmen jetzt erstmal nur zwei Mantis mit an Bord des gegnerischen Schiffes. Und da wollen wir natürlich zuerst seinen Raketenwerfer ausschalten. Danach geht es dann um hier diesen Ionenwerfer. Ich würde sagen, wir tarnen uns mal. Okay, du kümmerst dich jetzt hier drum. So, das ist übrigens hier unser Crewmitglied, Ionne. Der wird in die Geschichte eingehen. Als derjenige mit den meisten Skill Masteries, ob wir mehr hinkriegen oder ob mehr möglich ist, wage ich momentan noch nicht zu beurteilen. Achso, warte mal gerade, du musst wieder zurückkommen. Gehen wir kurz in die Medbay. Dann gehst du schon mal hier hin, den machen wir auch noch platt. Und jetzt nur nochmal für alle, die sich fragen, warum ich den Typen leben lasse. Den greife ich nämlich nicht an. Wenn ich den platt mache, dann wird das Schiff seine Systembeschädigungen wieder selbst reparieren. Und dazu zählt beispielsweise auch der Raketenwerfer. Und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also deswegen werde ich das nicht, mitmachen, ja. Ja, hier gehen wir mal gerade den Ionenblaster. Ich meine nämlich, man müsste damit einen Level 4 Schild komplett runterschießen. Ah ne, warte mal, der hat ja eine Tarnvorrichtung, ne? Der tarnt sich ja zwischendurch immer. Dann lass den mal weg. Wir nehmen die Hermes-Rakete. Wir brauchen einen Raketentreffer. Was jetzt ein bisschen schade ist, wir haben ja die fetten Sensoren und wir sehen momentan nicht, wie viel Power er bei den einzelnen Systemen nutzt. Also das ist ein bisschen schade. Das wäre doch wünschenswert gewesen, dass man das sieht. Okay. So, wir warten noch die nächste Tarnphase ab. Aber dann machen wir Autofeuer aus. So, die Medbay erstmal hinüber. Da wird er jetzt wahrscheinlich versuchen zu intervenieren. Bevor er die repariert, kümmern wir uns. Obwohl, ne, ich glaube, wir kümmern uns auch um die Medbay und teleportieren uns da mal rein. Du kannst doch übrigens hier die drei Jungs mal mit noch auf den Teleporter nehmen. So, dann schießen wir mal seine Tarnvorrichtung kaputt. Ja, ich weiß nicht. Wir warten mal noch ein bisschen, ob wir die Jungs hier zurückholen sollen. So, und wenn nämlich jetzt, wenn das letzte Crewmitglied sterben würde, ja, das wäre jetzt also momentan noch eher, dann würde da eine automatische Kontrolleinheit irgendwie die Kontrolle eben über das Schiff übernehmen. Ja, dann braucht ihr gar nicht mehr mit an Bord zu gehen. Und würde anfangen, das Schiff wieder instand zu setzen. Okay, schießt die Türensysteme kaputt. Sehr gut. Kannst du die Hermes-Rakete schon mal ausmachen. Und dann geht ihr mal hier und macht den Antrieb platt. Wir brauchen eigentlich nur den Burst Laser, aber ich will auch so ein bisschen Schaden noch machen, wenn man schon mal vier Mantis da an Bord hat. Das ist eine coole Sache. Deswegen sollte man übrigens auch immer vermeiden, dass hier ein Feuer in der Medbay von der AI nicht gelöscht wird, weil man sonst gegebenenfalls, das Feuer auf das Sauerstoffsystem überspringt und
dann hat man anschließend das Problem, dass das Sauerstoffsystem kaputt geht und der Typ da drin erstickt. Und das wäre dann auch wieder kontraproduktiv. So, ihr macht das Teil da, Freck, und ihr geht hier hin. So, dann könnt ihr schon mal wieder hier hin zurück. Ich muss jetzt nicht alle Systeme hier kaputt machen, also das ist nicht zwingend notwendig. Kommen wir jetzt erstmal hier hin, wir machen Autofeuer an und der Laser, der schießt dann im Idealfall da oben in die Ecke. Denn wenn da ein Feuer ausbricht, dann bleibt es auch da und es passiert sonst nichts. So, jetzt werden wir das Ding erstmal auseinandernehmen. Stufe 1 ist damit geschafft. Wir haben noch nicht mal einen Schadenspunkt genommen. Aber wahrscheinlich werden wir in Stufe 3 einnehmen. Also Stufe 3 ist immer Glückssache, ob man da Schaden nimmt oder nicht, weil er da ein Soltan-Schild hat und da kommt man nicht so einfach durch. Er fliegt jetzt dahin. Ja gut, dann jumpen wir da einfach mal direkt hinterher. Jetzt hat das Schiff also ein sehr stark ausgeprägtes Drohnensystem. Man könnte zwei Sachen machen. Man könnte direkt das Drohnensystem angreifen. Man könnte aber auch direkt erstmal den Raketenwerfer angreifen. Das ist in der Regel das, was ich mache. Der Raketenwerfer ist einfach die größere Gefahr in dem Fall, weil er eher trifft. So, jetzt kommt noch hier... Ach, jetzt habe ich vergessen. Jetzt werde ich den nicht mehr schaffen, ne? Das ist natürlich doof gewesen von mir. Okay, dann machen wir jetzt eine Defense Drone an. Mal hier ihn mit dazu. Geh mal kurz hier hoch. Heil dich mal schnell. So. Dann machen wir die Medbay nochmal gerade komplett aus. Okay, der ist jetzt weg, ne? Ja, sehr schön. Dann gehen wir jetzt hier zu diesem Drohnensystem. Okay, er wird jetzt also diesen Power Surge starten. Ich denke mal, da werden wir uns einfach dann wegtarnen. Wenn wir es müssen. Oh, er hat meine Defense Drone abgeschossen, ist nicht so nett. Genau, du kommst mal wieder. Okay, schön. Ihr geht mal hier hoch in die Medbay. Macht die Defense Drone mal nochmal ganz kurz aus. So, dann kannst du wieder darüber gehen. Du gehst jetzt hier hin und kümmerst dich da um diese Strahlenwaffe. Ja, also so kann man es machen. Man muss es nicht so machen, aber so kann man es machen. Das Gute ist jetzt, dadurch, dass das Drohnensystem komplett ausgeschaltet ist, brauchen wir unsere Defense Drone nicht mehr. Denn er kann uns keine Boarding Drones mehr rüberschicken. Also insofern ist es immer recht nett, weil Boarding Drones sind immer der Stachel im Arsch, um es mal so auszudrücken. Und es ist nie so einfach, wirklich gegen die Boarding Drones was zu unternehmen. Und insofern halte ich es immer recht sinnvoll, das Drohnensystem früh auszuschalten. Ja, ihr seht jetzt zum Beispiel, das sind diesmal nur Beam Drones. Das ist sensationell unfair, finde ich. Denn gegen die ist es natürlich schwieriger. Die schießen ja und treffen eventuell diese normalen... was habe ich jetzt eben? Habe ich Beam Drones gesagt? Die meine ich natürlich nicht. Weil die normalen Beam Drones, die kommen ja gar nicht durch die Schilde durch. Der kann jetzt wirklich Schaden machen. Also das sollte man nicht außer Acht lassen. Da seht ihr es auch. Er schießt jetzt ja auch noch mit dem fetten Laser. Ah ja, okay, gut, da war jetzt nur ein Treffer dabei. Aber das habe ich noch nie erlebt, muss ich jetzt auch ehrlich sagen. Also das habe ich... Habe ich noch nie erlebt. Interessant.
Ach, hier, Jonne ist ja schon mit an Bord. Ja, komm, dann guck mal, da gehst du mal mit dem direkt hier hin. Schon wieder. Vielleicht macht er das absichtlich bei dem Mantis-Schiff. Tja, ich werde mich mal tarnen. Mal ganz kurz den Sauerstoff aus und gib mir noch so eine Hermes-Rakete, damit ich ein bisschen mehr Schaden machen kann. Du kannst ja dann schon mal hier hingehen. Da werden jetzt wahrscheinlich wieder nur Beam-Drones noch so Angriffsdrohnen kommen, ne? Ja? Also das ist echt ein Ding, das ist echt ein Ding. Wirklich sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Kannte ich gar nicht. Kannte ich gar nicht. So, Finish würde ich sagen. Gut. Okay. Das war doch ganz, ganz nett. Da nehmen wir jetzt noch den Pikeby mit dazu. Ja, und lasst mich mal gerade überlegen, der Pikebeam, obwohl macht der, wie viel Schaden würde der machen? Der wird nur 2 machen, ne? Aber der ist vielleicht besser, damit man das Schiff schneller platt machen kann, das Rebellenflaggschiff. Gib mir mal gerade hier ein bisschen Saft drauf. Jonne bleibt mal auf jeden Fall erstmal an Bord des Schiffes, weil der ja einfach universal einsetzbar ist. Falls nur für den Fall, dass wir mal was reparieren müssen oder so. Geh doch mal hier in den Antriebsraum. Okay. 253 Scrap haben wir noch übrig. Also die Medbay brauchen wir momentan definitiv nicht. Ein Punkt beim Sauerstoff reicht. Wir brauchen am Anfang Ionenblaster, Burst Laser und Pike Beam. Das Gute ist, dass wir den Ionenblaster haben, weil der so wahnsinnig schnell auflädt. Und ich denke, wir werden auch noch hier den Cloak brauchen. Okay. Dann ist das jetzt das letzte Gefecht, das wir hier machen müssen. Und ich weiß nicht, du kannst alles, was du hast, darauf abfeuern. Denn wir müssen ja erstmal seine Schilde ausschalten. Ah, okay, gut. Ach, stimmt, wir haben es ja schon ausgeschaltet. Dann mach mal Teleporter und ganz schnell hier diesen. Oh, da war jetzt ein bisschen was dabei. Stell mir den Ionenblaster mal vorne hin, bitte. Oh, da habe ich jetzt aber auch nicht aufgepasst. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir ihn schon schaffen. Schade, schade, schade. Aber ich würde sagen, versuch's doch momentan einfach mal nur hier mit den Burschen, die wir momentan ohnehin schon so haben. Und du reparierst mal ganz schnell hier den Höhlenbruch. So, dann kannst du wieder an den Antrieb. Du kannst hier hin, du kannst hier hin. Okay. Na wunderbar, dann brauchen wir da auch unsere Crew gar nicht mehr rüber zu schicken. Dann müsste man das jetzt aber eigentlich so schaffen, oder? Und den Ionenblaster schießen wir mal hier drauf. Na, sehr gut.
Coole Sache. Na komm, noch einmal Pikebeam und dann war's das. Im ersten Anlauf direkt geschafft. Sehr geil. Ja, ich freue mich. Cool. Ich habe jetzt natürlich noch vergessen, Steven zu heilen, aber die motrige Eichel hat es geschafft. Und Leute, ich bin wahnsinnig gespannt auf den Highscore. Ich bin wahnsinnig gespannt. Meint ihr, wir haben mehr als 6000 Punkte? Ich sage, wir haben 5800. Ich sage, wir haben 5800. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Schreibt mir eure Zahl drunter, bevor ihr die endgültigen Punktestände seht. Okay, nee, ich überlege nochmal ganz kurz. Also wir haben wahnsinnig viele Beacons angeflogen, wahnsinnig viele. Die Frage ist, ob die alle als Explored zählen. Nee, ich sage, wir haben 5980. So, 5980 ist mein Angebot. Wer bietet mehr, wer bietet weniger? Meint ihr, es hat für mehr als 6000 Punkte gereicht? Wir kriegen bei 6000 Punkten Platz 2, glaube ich. Mein Rekord ist bei 6100 Pound Apples oder sowas. Okay, also überlegt nochmal kurz. Ich gebe mal hier gerade 10 Sekunden Zeit, oder sagen wir 20 Sekunden Zeit. Währenddessen putze ich mir die Nase und dann bin ich mal gespannt, ob ihr da schon eine Zahl gepostet habt. Oh, es ist nicht wahr, oder? Es ist nicht wahr. Ich wollte mir gerade die Nase putzen, habe das Mikrofon leise gemacht und das muss irgendwie dazu geführt haben, dass er jetzt die Highscore anzeigt. Nee, nur 5853? Echt? Ich habe gedacht, da wäre ein bisschen mehr drin. Okay, wir gucken mal in die Stats. Also es ist Platz 2, ne? Es ist Platz 2. Also Most Chips Defeated, 53. Wir haben nicht die meisten Beacons erkundet. Wir haben nicht den meisten Scrap gesammelt. Das habe ich alles mit der Basilisk geschafft. Wir haben nicht die meiste Crew angeheuert, aber schaut es euch mal an, Most Piloted Evasions, der Pomeroy mit 515, da wäre auch eine neue Highscore drin gewesen, denke ich mal. Ja, Jonne, meisten Combat Kills, meiste Jumps überlebt und die meisten Skill Masteries. Das ist krass, ne? Also das ist schon echt übel. Wir haben nicht die meisten Schiffe besiegt. Das ist interessant. 53, ich denke, da müssten eigentlich mehr drin gewesen sein. Aber da sind wir doch, ne? Da sind wir doch. Da, 53, ja, ganz genau. Beacons Explored, 103. Also da waren wir einen einzigen Beacon hinter dem Highscore. Und Scrap Collected, da fehlen uns so um die 130. Das ist auch nicht viel. Das ist ein Schiff, das wir platt hätten. Hätten platt machen müssen. Krass, Crew hired, 12. Also, was in diese Gesamtwertung wohl nicht mit einzufließen scheint, sind die blauen Events. Das habe ich also nicht so, ich habe jetzt diesmal immer, wenn wir einen blauen Event hatten, habe ich den eigentlich auch genommen, außer bei dem Mantelschiff. Und da denke ich, da könnte halt noch mehr gehen. Also wenn man da dann beispielsweise hingeht und immer die Auseinandersetzung mit dem anderen Schiff sucht, dann hat man halt noch diesen Bonus, dass man nochmal ein bisschen mehr Scrap sammeln kann. Aber ja, also wir haben ja auch oft gegen diese Rebellen-Einholschiffe gekämpft, wo man nur ein Fuel kriegt. Das scheint sich auch nicht komplett niederzuschlagen. Was wohl der ausschlaggebende Faktor ist, müsste der Scrap sein. Ich hole mal gerade meinen schlauen Taschenrechner. 6028 minus 5853 ist 175. Plus 2593 ergibt 2768. Aha, okay. Also 45 Punkte fehlen uns da noch, die nichts mit dem Scrap zu tun haben. Aber ich würde sagen, Die Grundpunkte ist auch jeder gesammelte Scrap gibt einen Punkt. Würde ich mal ganz stark vermuten. Und dann ist es eigentlich egal, was man sonst so macht. Ne? Die Beacons geben mehr Punkte. Da fehlt uns einer. Aber ein Beacon gibt keine 45 Punkte, oder? Und das mit der Crew Hired, das gibt auch nochmal Punkte. Ja, also. Aber gut, okay. Also es hat nicht ganz für den Highscore gelangt, das tut mir leid. Es hat immerhin für den Platz 2 gelangt und das ist doch auch ganz ordentlich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Let's Play
von Faster Than Light wieder. Dann sind wir unterwegs mit dem Slug Cruiser. Und danach, nach dem Slug Cruiser, kommt der Crystal Cruiser. Da habe ich zum Beispiel Typ B habe ich noch gar nicht gespielt. Typ A habe ich nur gespielt, um Typ B freizuschalten. Also ich habe auch mit dem nicht irgendwie mehr als ein oder zwei Sektoren gemacht. Also das verspricht doch eine sehr interessante Sache zu werden. Der Slug Cruiser ist eine Herausforderung. Typ A ist sehr schwer, Typ B ist noch schwerer. Das Ding hat übrigens keine Madbay, wie ihr seht. Also das wird eine spannende Sache. Ja, ich freue mich dann, wenn ihr wieder dabei seid. Wünsche euch alles Gute und sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.